I bow to all the seekers of truth. Ich verbeuge mich vor all denen, die die Wahrheit suchen. At the very outset, we have to understand that truth is what it is. Zuallererst müssen wir verstehen, dass die Wahrheit das ist, was sie ist. We cannot organize it. We cannot conceptualize it. It is what it is. Wir können sie nicht organisieren. Wir können aus ihr kein Konzept machen. Sie ist spontan. So one has to open the mind like a scientist. Man muss mit einem offenen Verstand daran gehen, wie ein Wissenschaftler. To see for yourself what is the truth. Um zu erkennen, was die Wahrheit ist. Now whatever I am telling you, you need not believe into. Was immer ich auch Ihnen sage, Sie müssen es mir nicht glauben. You have to take it as a hypothesis. Sie müssen es als eine Hypothese annehmen. And then, if you get the experience of self-knowledge, and you see for yourself, you'll be amazed to know about yourself. Und dann, wenn Sie die Erfahrung der Selbstverwirklichung machen, dann werden Sie verblüfft sein und es selbst erkennen können. It is wrong to say that you are sinners. Es ist falsch zu sagen, dass Sie Sünder sind. And it is very wrong to make you feel guilty. Und es ist sehr falsch, Sie schuldig fühlen zu machen zu wollen. St. Thomas, who was the disciple of Christ, on his way to India, went to Egypt, and there he put lots of treaties in a big jar hidden near a mountain. Der heilige Thomas hatte auf seiner Reise nach Indien in Ägypten seine Schriften in einem Krug versteckt. It was discovered only 48 years back. Das wurde vor 48 Jahren entdeckt. Where he has clearly said that you are here to enjoy the beauty of God's love. Da sagt er ganz klar, dass Sie da hier sind, um die Schönheit von Gottes Liebe zu genießen. And you have to know yourself. After that, you will enjoy your complete freedom. Und Sie müssen sich selbst erkennen. Danach werden Sie die völlige Freiheit erfahren. Whatever he has said is what Sahaja Yoga is. Was auch immer er gesagt hat, ist das, was Sahaja Yoga ist. Here you have to know that you are at the epitome of evolution. Sie müssen wissen, dass Sie jetzt am Gipfel der Evolution angelangt sind. Only people who want to make money out of you or want to make you slaves tell you that you are sinners and you'll go to hell. Nur Leute, die entweder Geld von Ihnen wollen oder die Sie zu Sündern abstempeln wollen, werden Ihnen das sagen. And they frighten you so that you can pay them well. Und die werden Ihnen Angst machen, damit Sie ihnen Geld zahlen. One has to get out of this kind of a stupid understanding. Man muss dieses Verständnis aufgeben, diese Ideen aufgeben. Another thing St. Thomas has said, that God Almighty, who is your father? He is the father of all the fathers. Der heilige Thomas hat noch etwas anderes gesagt, dass Gott der Allmächtige der Vater aller Väter ist. And he is the kindest father you could think of. Und er ist der gütigste Vater, den Sie sich vorstellen können. And he is waiting for you in the kingdom of God to see his children enter into it. Und er wartet im Königreich Gottes darauf, dass seine Kinder dort eintreten. So when you receive your self-knowledge, you are amazed at your own glory and your own beauty.
Wenn Sie Ihre Selbsterkenntnis erlangen, werden Sie staunen über ihre eigene Gloria und ihre eigene Schönheit. You have within yourself the tree of life built in properly, by which you achieve this. In Ihnen ist dieser Lebensbaum eingebaut, durch den Sie dieses erreichen. People will definitely criticize Sahaja Yoga because there is no money involvement. Die Leute werden Sahaja Yoga kritisieren, weil da Geld keine Rolle spielt. Nobody has to do confessions. Keiner muss Bekenntnisse machen. There is complete freedom, complete freedom. Da herrscht völlige Freiheit. And you can achieve that freedom by which you are not dominated by any habits. Und Sie können diese Freiheit erreichen, in der Sie von keinerlei Gewohnheiten dominiert werden. We have now people in the world who follow all kinds of, say, religions. Auf der Welt folgen die Leute den verschiedensten Religionen. We have Hindus, Christians, Muslims, all kinds of brands. Es gibt die Hindus, die Christen, die Muslims. But they are all brands. Aber das sind alles Marken. Anyone belonging to any religion can commit any sin. Jeder, der irgend so einer Religion angehört, kann jede Sünde begehen. Like I went this time to Brasilia. And there was a gentleman who said he cannot take a divorce from his wife. So he has got five keeps. Sorry, I went to Brasilia and a gentleman met me. He said he can't take a divorce, he has five keeps. Als Srimataji nach Brasilien fuhr, traf sie einen Mann, der ihr sagte, dass er er konnte sich nicht scheiden lassen und daher hatte er fünf Freundinnen. Another one who is a Muslim in Turkey says that we are allowed to have four wives, so we should have it. Ein anderer Mann in der Türkei sagt, er ist Muslim und er darf vier Frauen haben. Hindu religion says that in everybody resides the spirit, but still they have caste system and all kinds of nonsense. Im Hinduismus heißt es, dass in jedem der Geist residiert, aber trotzdem gibt es das Kastensystem und andere Dinge. So when we follow something, actually we must know that we are following something absolutely blindly. Wenn wir also so etwas folgen, müssen wir wissen, dass wir dem blind folgen. Our forefathers followed the same thing and we are following the same. What did they achieve? Unsere Ahnen haben diesem gefolgt, sind diesem gefolgt, wir folgen diesem, aber was haben sie erreicht? We have to have courage to break through conditionings. Wir müssen den Mut haben, Gewohnheiten und Konditionierungen zu durchbrechen. Because it is for our benevolence. Denn es ist zu unserem Wohl. And the real religion, that is our valency, should be awakened within ourselves. Und die wahre Religion sollte in uns erweckt werden. A person who commits all kinds of sins makes people their slaves, gets them into problems like not marrying or marrying and all kinds of absurd things. Such a person cannot give you self-realization. Jemand, der ein Sünder ist und der andere in Probleme stürzt, der kann ihnen keine Selbstverwirklichung geben. Even Buddha, in his early days, when he spoke, is a fact that he never preached asceticism. He never preached asceticism. Sogar Buddha hat niemals Asketismus gepredigt. And if you suppress somebody's natural urges, then one can become absolutely an abandoned personality. Und wenn jemand seine Bedürfnisse unterdrückt, dann wird er zu einer, ich habe das Wort nicht verstanden, Persönlichkeit. So then, we find in the world there are two types of people who find fundamentalism or they find what you call them is atheism or you can say anarchism. Man findet auf der Welt sozusagen zwei Kategorien. Die einen sind die Fundamentalisten und die anderen die Atheisten. The first one has not become yet spiritually equipped. Die ersten sind noch nicht
spirituell ausgestattet. It has not felt the all-pervading power of God's love. Sie haben noch nicht die alles durchdringende Liebe Gottes gespürt. Only talking about God, you do not become selfless. Nur indem man über Gott spricht, bekommt man noch nicht die Selbstverwirklichung. Christ has clearly said, you are to be born again. Christus hat es sehr klar gesagt, wir müssen wiedergeboren werden. But it's not an artificial happening. Aber das ist kein künstlicher Vorgang. It cannot be just you are born again, now you are certified. It cannot be like that. Nobody has right to certify like that. Das kann nicht einfach so sein, dass man jemanden als selbstverwirklicht bezeichnet. But it's a living process. And when you get self-realization, you get the actualization of your baptism, you feel the cool breeze coming out of your head. You feel the cool breeze around you, cool breeze of the Holy Ghost. Sondern es ist ein natürlicher Vorgang. Und wenn Sie Ihre Selbstverwirklichung bekommen, dann erhalten Sie Ihre wahre Taufe und Sie spüren die kühle Brise des Heiligen Geistes aus Ihrem Kopf austreten und Sie spüren ihn um Sie herum. And once it happens, you'll be amazed. You discover you are so dynamic, you are so compassionate, you are so wise and so discreet. Nachdem das passiert ist, werden Sie feststellen, dass Sie so weise, so barmherzig, so voll mit dem richtigen Unterscheidungsvermögen ausgestattet werden. And then you develop a great dimension, a very great dimension, which is called as collective consciousness. Und dann entwickelt sich in Ihnen eine große Dimension, die als kollektives Bewusstsein bezeichnet wird. Jung was a scientist and he has described that once you get your self-realization, you become, again he said become, not certificate, you really become collectively conscious. Jung, der Wissenschaftler, hat es beschrieben, nachdem man die Selbstverwirklichung bekommt, wird man, und er hat gesagt wird, das hat jetzt nichts mit einer Bezeichnung zu tun, sondern man wird kollektiv bewusst. Means that in your consciousness, where you feel the centers of others, you can feel them on your fingertips. Kollektiv bewusst heißt, dass Sie die Energiezentren der anderen in sich und auf den Händen spüren. You can feel your own centers also the same way. Und Sie können auch Ihre eigenen Zentren spüren. Now, if you know how to correct that, you become perfectly all right. Und wenn Sie wissen, wie man diese korrigiert, dann werden Sie völlig in Ordnung. You cannot organize God. And once you start organizing God, you become artificial. Man kann Gott nicht organisieren. Und sobald man beginnt, Gott zu organisieren, wird man künstlich. And this is a big handicap we have when we start thinking about capitalism and communism and all kinds of theories, that we think we believe in it. Das ist ein Handicap, wenn man glaubt, dass man in Theorien wie Kapitalismus oder Kommunismus glaubt. Both have lots of defects in it. Beide sind sehr unterschiedlich. So we see that there are defects in what we have been thinking to be right. There are defects into whatever we are thinking to be right. There are some defects in whatever we think it to be right. Es sind Unterschiede in dem, was wir uns vorstellen, was richtig ist. So, we should try to see why we have missed the point. Daher müssen Sie versuchen zu erkennen, worin Sie fehlgegangen sind. There is one common thing among all the religions, one common essence, every religion, that seek the eternal. And transitory is to be treated at its own limitation and with full understanding. Sorry, Mother, I didn't understand. There's one common thing? There is a common thing, one common principle in all the religions that one should seek the eternal. You say this much, Tanaya. You say this much. One should seek what? Seek the eternal. Okay.
Eines ist in allen Religionen gleich, dass man die Ewigkeit suchen soll. And whatever is transitory is to be used in its own understanding and in its own limitations. Und was limitiert ist, soll man dementsprechend verwenden oder erkennen. For example, we want to have, say, a car and a house and this and that, but in general the wants are not satiable. Also angenommen. Thank you. Given, it's too far away, that's why. Also angenommen, man möchte ein Haus oder ein Auto, diese Wünsche sind nicht stillbar. And that is the reason one must understand, that there must be something within us which is a pure desire. Daher muss man verstehen, dass in uns etwas ist, was der reine Wunsch ist. I tell you the pure desire within us to be united with the divine. Ich sage Ihnen, der reine Wunsch in uns ist der, dass wir mit dem Göttlichen vereinigt werden wollen. Not artificially, nicht künstlich, but really, in reality, sondern tatsächlich. And for that you cannot pay. Und für das kann man nicht zahlen. You cannot even force people. Man kann die Leute auch nicht dazu zwingen. It has to work through their freedom. Es muss in ihrem freien Willen geschehen. So that they achieve their ultimate freedom. So dass sie ihre letzte Freiheit, ihre ewige Freiheit erreichen. People talk of peace. Die Leute sprechen vom Frieden. Peace foundations. Friedensvereinigungen. They have no peace within themselves. Aber sie haben keinen Frieden in sich. They have ecological problems because there's no balance in human endeavors. Sie haben ökologische Probleme, weil kein Gleichgewicht in den menschlichen Unternehmungen ist. For all this, the humanity has to emancipate. Daher, für all dieses muss sich die Menschheit emanzipieren. The whole thing will come only through the transformed humanity. Das Ganze wird nur passieren, wenn sich die Menschheit transformiert. So, beware, be careful. You have to look after your emancipation for your benevolence and for the benevolence of the whole world. Also aufgepasst, Sie müssen auf Ihr Wohl und auf Ihre Befreiung, auf Ihre Emanzipation achten, auf die Emanzipation sich Ihrer selbst und der ganzen Welt achten. This is a special resurrection time, where many people are getting their realization. Das ist die besondere Zeit der Auferstehung, in der viele ihre Selbstverwirklichung bekommen. I agree, there are many false people in this world. Ich stimme zu, das sind sehr viele falsche Leute auf dieser Welt. And they have misled many people. Und die haben viele irre geführt. But you have to know how to discriminate. Aber Sie müssen wissen, wie man diese unterscheidet. Like I went to Rome, and there was a lady who came down before me. And she collected $1.6 million from the Romans. In 3 days. In Rom, da traf ich eine Dame, die hatte in 3 Tagen 1,6 Millionen Dollar gesammelt. Telling them that you are sinners and you must pay for your sins, this type, the whole story. Indem sie den Leuten erzählt hat, dass sie Sünder sind und dass sie dafür zahlen müssen. But first and foremost thing you must know that you cannot pay. Aber das Erste, was sie wissen müssen, ist, dass sie dafür nicht zahlen können. How much did you pay to Christ? Wie viel haben Sie für Christus gezahlt? Did he live on your money? Hat er von Ihrem Geld gelebt? He was a carpenter's son, so he lived like a carpenter's son. Er war der Sohn eines Zimmermanns und er hat auch wie der Sohn eines Zimmermanns gelebt. He didn't want to have a huge, big palaces for himself with the public money. Er wollte keine großen Paläste für sich aus öffentlichem Geld. If you are well placed in life, supposing if you have money, then a saint spends his money for the emancipation. Wenn man Geld hat, dann wird ein Heiliger dieses Geld verteilen zum Wohl zur Emanzipation der Menschheit. If he is a king,
Then he lives like a king, but he spends money for the emancipation of people. Wenn er ein König ist, dann ist er ein König, aber er wird sein Geld dafür ausgeben, dass die Menschen emanzipiert werden. A saint does not have sense of comfort. Ein Heiliger hat keinen Sinn für Komfort. He relies on the comfort of his spirit. Er beruht auf dem Komfort seines Geistes. So now we have to awaken. We have missed the point so far. Jetzt müssen wir diese Erweckung erlangen. So, bis jetzt sind wir daran vorbeigegangen. I would say, for your information, that in Delhi University now they have recognized Sahaja Yoga and have given 3 doctors the degree of MD on 3 subjects. Zu Ihrer Information möchte ich Ihnen sagen, dass an der Universität Delhi Sahaja Yoga jetzt anerkannt wurde und dass 3 Ärzte darüber promoviert haben. Because definitely with Sahaja Yoga people have been cured of horrible diseases like cancer. Denn durch Sahaja Yoga wurden erwiesenermaßen die Leute von Krankheiten wie Krebs geheilt. It's not guaranteed, but it works. Es gibt keine Garantie dafür, aber es funktioniert. They have done on 3 subjects. 1 is the physical fitness, the 2nd is epilepsy, and the 3rd is psychosomatic diseases. Diese Ärzte haben über 3 Themen gearbeitet. Das eine ist das körperliche, also physische. Das zweite ist Epilepsie. Und das dritte Thema sind psychosomatische Krankheiten. I was surprised in Brazil, the way the government understood Sahaja Yoga was remarkable. Ich war überrascht, wie offen das die Regierung Sahaja Yoga verstanden hatte. Because they see that they are following religions and they are so poor, they have so many problems and they don't know how to get out of it. Denn sie sehen, dass sie zwar der Religion folgen, aber dennoch Probleme haben, dass die Leute so arm sind und dass sie nicht wissen, wie sie diese Probleme lösen sollen. Even Colombia. I was surprised in Colombia, such an awakening is there. Auch in Kolumbien, ich war sehr überrascht, wie viel dort die Erweckung bekommen haben. But especially in places like Turkey, the country like Turkey, where Sahaja Yoga has prospered so fast, because people have learned that fundamentalism and this blind faith is not going to help us anymore. Aber vor allem in der Türkei hat sich Sahaja Yoga sehr schnell entwickelt, denn die Leute haben erkannt, dass dieser Fundamentalismus und der blinde Glaube kein Weg sind. Now we have to see in Germany what happens. Of course, Frankfurt, we have done well. I want to see in Munich the same thing happening, that people should, in their freedom, earn for higher freedom, the complete freedom. Jetzt müssen wir sehen, wie das in Deutschland ist. In Frankfurt geht es schon recht gut, und jetzt müssen wir sehen, wie es in München ist, denn die Leute müssen in ihrer Freiheit die völlige Freiheit erlangen. I'm sure it will work out. Because it's important today for our children, for the progeny, and for us to be alright. Ich bin sicher, dass es passieren wird für uns und für unsere Kinder, für unsere Nachkommen. To be the part and parcel of that transforming process, which will be marked in the history. Es ist wichtig, ein Teil dieser Transformation zu sehen, die eine historische Entwicklung sein wird. I hope you will understand it very well and try to get the experience of self-knowledge. Ich hoffe, Sie werden es verstehen und Sie werden diese Erfahrung der Selbsterkenntnis machen. Tomorrow I'll explain to you more how it works out, because today I wanted you to enjoy the music. Morgen werde ich Ihnen noch mehr erklären. Heute wollte ich, dass Sie die Musik genießen. See, this is a very big miracle of Sahaja Yoga, that Germans or English or any Europeans could never pronounce or sing our Indian music so easily. Das ist eines der Wunder von Sahaja Yoga, dass Engländer oder Deutsche noch nie indische Musik so singen oder spielen konnten. But they have picked it up in no time. Aber jetzt haben sie es in fast keiner Zeit gelernt. Because our rhythms are difficult, our melodies are difficult, and even Indians take time.
Denn die indischen Rhythmen und die Melodien sind sehr kompliziert und sogar die Inder brauchen lange dafür. It's surprising how these people, especially the Swiss, you'll be surprised, the Swiss, they are not here, most of them, but they are wonderful. Aber sie werden überrascht sein, vor allem die Schweizer, die meisten sind jetzt nicht hier, sind sehr gut. Even the Indian musicians were surprised and they gave me a big tribute in my last birthday that really we are ashamed of ourselves the way these people have progressed. Sogar die indischen Musiker waren überrascht und sie haben mir an meinem Geburtstag gesagt, wie, dass sie sich selbst genieren dafür, dass sie selbst nicht, also... They were saying now, instead of you asking Indians to go there, let these people come to India and sing those songs. Sie haben gemeint, dass jetzt die Europäer nach Indien kommen sollen und diese Lieder singen sollen. So there's nothing to be very serious about it and nothing to be very intense about it. It's a very simple method of living process which works it out. Das Ganze muss man nicht sehr angespannt, oder, es ist nichts Ernstes oder Angespanntes, sondern es ist ein natürlicher Vorgang. Ja. Ein ganz einfacher, spontaner, natürlicher Vorgang. Would like me to give them realization. Yes. Now, those who want to have self-realization should be here, because I know it is difficult to give realization to people who don't want it, and they actually do not help us much. Also die, die die Selbstverwirklichung wollen, die sollten hier bleiben. Denn die, die es nicht wollen, die können uns auch nicht dabei helfen. And those who do not want should leave the hall graciously. I'll be very thankful to them. Und die, die es nicht möchten, die sollen die Halle bitte verlassen. Ich möchte ihnen sehr danken. It will take about 10 minutes. Es wird ungefähr 10 Minuten dauern. And tomorrow I'll explain to you how you got it. Und morgen werde ich Ihnen erklären, wie Sie es bekommen haben. It's like you come into this room and you have to just put one switch and everything comes on. Es ist so, wie wenn Sie in diesen Raum kommen und Sie müssen nur einen Schalter betätigen, damit die Lichter angehen. But if I have to tell you about the history of electricity and the source of electricity, will be all bored stiff. Aber wenn ich Ihnen über die Geschichte der Elektrizität und wie das alles funktioniert, das erklären müsste, dann würden Sie einschlafen. So best thing is to have the light, the enlightenment. Daher ist das Beste, dass Sie das Licht, die Erleuchtung bekommen. In the darkness, if you are holding a snake as rope, whatever I may tell you, you will not leave it, because you believe that this is a snake. This is not a snake; it is a rope. Wenn Sie sich im Finstern an einer Schlange anhalten, anstelle eines Seils an einer Schlange anhalten, dann werden Sie mir nicht glauben, dass das, woran Sie sich anhalten, kein Seil, sondern eine Schlange ist. But as soon as the light comes in, you drop out the snake. Aber sobald das Licht angedreht wird, werden Sie die Schlange fallen lassen. By yourself. Von selbst. So you become your own master, your own guru. So werden Sie Ihr eigener Meister, Ihr eigener Guru. You don't need anybody as a guru because you yourself know through your vibratory awareness what is right and what is wrong. Sie brauchen keinen Guru, denn Sie selbst können durch Ihr vibratorisches Bewusstsein erkennen, was richtig und was falsch ist. Of course, something that is enlightened light has to enlighten another candle. Enlightened candle has to enlighten another candle. But if you get enlightened, you can enlighten others. You get your own powers. Natürlich, das erleuchtete Licht muss die anderen erleuchten. Die erleuchtete Kerze kann die anderen anzünden. Aber so können Sie, wenn Sie auch erleuchtet sind, den anderen dieses weitergeben. Sie erlangen eigene Kräfte. All those people whom you see here, they are just like you to look at, but they all have powers to give realization to others. Diese Leute, die Sie hier sehen, die sehen so aus wie Sie selbst, aber Sie alle haben die Kraft, die Fähigkeit, die Selbstverwirklichung zu geben. They have given up all their bad habits
and they know what they are doing. They are very aware. Sie haben ihre schlechten Gewohnheiten abgelegt und sie wissen genau, was sie machen. All of them have become very dynamic and are doing very well in life. Sie sind alle sehr dynamisch und es geht ihnen gut in ihrem Leben. And they are very happily married and have very happy married lives with very sweet children. Und sie sind glücklich verheiratet und haben sehr liebe Kinder. Such a beautiful race we have to be. Solch eine wunderbare Rasse sollten wir sein. Sollen wir sein. All right. If you have any questions, you may write them down and tomorrow I'll try to answer them. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann können Sie die aufschreiben und morgen werde ich versuchen, sie zu beantworten. But at the very outset, I have to request that don't doubt yourself. Aber am Anfang möchte ich Sie bitten, dass Sie sich nicht selbst anzweifeln. Don't think that you cannot get realization. Glauben Sie nicht, dass Sie nicht die Selbstverwirklichung bekommen können. And forget the past. Und vergessen Sie die Vergangenheit. Just forget the past completely. Vergessen Sie die Vergangenheit völlig. Think of the present. Denken Sie an die Gegenwart. This is going to work out in the present. Es wird in der Gegenwart passieren. Forgive yourself. And don't feel guilty at all. Please don't feel guilty. Verzeihen Sie sich selbst und fühlen Sie sich nicht schuldig. Fühlen Sie sich nicht schuldig. Because, as I told you, you do not know how great you are. Denn, wie ich Ihnen schon gesagt habe, Sie wissen nicht, wie großartig Sie sind. Like a television, if you take to a villager, he will not believe that it can manifest lots of dramas and songs and music. Wenn man einen Fernseher in ein abgelegenes Dorf bringt, dann werden die Leute nicht glauben, dass man auf diesem Fernseher Dramen und Musik und andere Dinge sehen kann. But once it is put to the mains, then you see, why is it made, what it is for, what is the meaning. Aber sobald er ans Netz angeschlossen ist, dann sieht man, dass es funktioniert und wozu er gemacht ist. That is how you discover your own meaning, your own value. So erkennen Sie den Sinn, Ihre eigene, die Bedeutung Ihrer selbst und Ihren eigenen Wert. So you have to be connected to the mains. So müssen Sie also auch an das Netz angeschlossen werden. Actually, you become like a divine computer, believe me. Sie werden wie ein göttlicher Computer, glauben Sie mir. You have to believe in yourself. Sie müssen an sich selbst glauben. And in your capacities. Und an Ihre Fähigkeiten. So please forgive yourself. Also bitte verzeihen Sie sich selbst. After all, we are human beings. And if human beings commit mistakes, what's so difficult to understand? They are not God. Denn wir sind ja auch Menschen und Menschen machen Fehler, denn die Menschen sind ja nicht Gott. And while the divine is the ocean of forgiveness. Und das Göttliche ist der Ozean des Verzeihens. So it can dissolve all your faults. Also kann dieser Ozean alle ihre Fehler auflösen. So you should be very pleasantly placed towards yourself, I mean to say. Also Sie sollten sich selbst gegenüber freundlich eingestellt sein. First of all, we must open our hearts for ourselves. Zuerst müssen wir unser Herz für uns selbst öffnen. And then forgive everybody else. Und dann verzeihen Sie allen anderen. Just forgive. You will be so much helped if you forgive. Und dann verzeihen Sie einfach. Es wird Ihnen so viel besser gehen, wenn Sie einfach verzeihen. If you don't forgive, then this center, which is the center of Christ, gets blocked. Wenn Sie nicht verzeihen, dann wird dieses Zentrum, das das Zentrum von Christus ist, blockiert. So the message of Christ is to forgive everyone. Die Botschaft Christi ist zu verzeihen, jedermann zu verzeihen. I hope you understand his message of his resurrection was when he forgave people. Ich hoffe, Sie verstehen, dass die Botschaft seiner Auferstehung war, dass es
zu verzeihen gilt. Because he was crucified by them. Denn er wurde von ihnen gekreuzigt. And insulted by them. Und er wurde von ihnen beleidigt. We don't have to suffer. He has suffered for us. Sie müssen nicht leiden. Er hat für uns gelitten. Are we going to suffer more than what he has suffered? Wollen Sie mehr leiden, als er gelitten hat? So forget the idea of sufferings also. Also vergessen Sie auch diese Vorstellung vom Leiden. If you want the truth, you can have it. But if you want to live with untruth and falsehood, who can force you? Wenn Sie die Wahrheit wollen, dann können Sie sie haben. Aber wenn Sie sie nicht wollen, wer kann sie niemand davon abhalten, mit Falschheit zu leben. So all the delusions must be cleared out. Also alle diese Verwirrungen sollten geklärt werden. And you are quite capable. Und Sie sind great faith in the German capacities. Und Sie sind dazu fähig. Ich habe großes Vertrauen in die deutschen Fähigkeiten, in die deutsche Kapazität. If they take up something, they can do very well. Wenn Sie etwas anfangen, dann können Sie das sehr gut machen. But it should not be done under mesmerism or some sort of a brainwash. It should be a free choice. Aber es sollte nicht unter Hypnose oder unter Gehirnwäsche gemacht werden. Es sollte mit freiem Willen gemacht werden. All right. So now, it's very simple. First thing you'll have to do is a very simple thing is to take out your shoes, because this Mother Earth helps us a lot. Das Erste, was Sie machen sollen, ist, dass Sie Ihre Schuhe bitte ausziehen, denn die Mutter Erde hilft uns. And please put both your feet on the ground, parallel to each other, because tomorrow I'll tell you that we have two kinds of systems within us, left and right. Und bitte stellen Sie beide Füße parallel auf den Boden. Morgen werde ich Ihnen erklären, was es mit diesem System auf sich hat, das aus zwei, aus der linken und aus der rechten Seite besteht. Now, first I'll show you how you have to do it. With the left hand, you have to put the left hand towards me, suggesting that you want your realization, because this is the power of desire. Zuerst müssen Sie Ihre linke Hand zu mir strecken, denn die linke Hand repräsentiert die Kraft des Wunsches. And I'll also show you how you will be using your right hand, which is the power of action, to give nourishment to your centers on the left hand side. Und dann zeige ich Ihnen, wie man die rechte Hand benutzt, die rechte Hand als Repräsentation der Kraft der Aktivität, um die Zentren auf der linken Seite zu nähern. Now sit with a very relaxed, free mind, not slouching too much or too much of stretching, but just like a normal posture. Sitzen Sie aufrecht, aber sitzen Sie auch nicht zu steif und auch nicht zu nach vorne gebeugt. So, we are working on the left hand side. Also wir arbeiten auf der linken Seite. Are they recording us there? Is he recording us? No, he's just watching. Is this so stupid? No. Then? He's just a watchman. Now you put your left hand towards me and right hand on your heart. Also strecken Sie Ihre linke Hand zu mir und legen Sie Ihre rechte Hand auf das Herz. In the heart resides the spirit. Im Herz residiert der Geist, das Selbst. Which is the reflection of God Almighty. Die Reflexion von Gott dem Allmächtigen in uns ist. Then this pure desire within us in the triangular bone
is the reflection of the Holy Ghost. Diese reine Kraft, die in diesem dreieckigen Knochen in uns ruht, ist die Reflexion des Heiligen Geistes. This has to pass through six centers to pierce through the last one here, the sixth center here. Sie muss durch sechs Zentren durchgehen, um das letzte Zentrum zu durchdringen. And the seventh center is below this bone, triangular bone of sacrum, meaning sacred. Und das siebte Zentrum liegt unterhalb dieses dreieckigen Knochen, der Sacrum heißt. So, in the heart resides the spirit. And in the upper part of your abdomen, on the left-hand side, you press it hard with your right hand. Also, in Ihrem Herzen residiert das Selbst. Und dann drücken Sie Ihre Hand auf die linke Seite des Bauches oben. Resides the mastery of divinity. Hier residiert die Meisterschaft, die göttliche Meisterschaft. Then you go to the low portion of the abdomen, in the lower area, and on the left-hand side you press it hard. Und dann gehen Sie weiter nach unten auf die linke Lendengegend und drücken Sie fest. Now, this is the center which manifests your divinity through your nerves. Dieses Zentrum manifestiert Ihre Göttlichkeit durch Ihre Nerven. And you become the knowledge. Und Sie werden zum Wissen. Of the laws of the divine. Der göttlichen Gesetze. So this is the center of pure knowledge. Also, dies ist das Zentrum des reinen Wissens. Now, raise your right hand in the upper part of the abdomen. Jetzt legen Sie Ihre rechte Hand auf die linke Seite des Bauches wieder zurück. On the left hand side. Auf der linken Seite. Now, then raise your right hand on your heart. Und dann legen Sie Ihre Hand auf Ihr Herz. Then raise your right hand in the corner of your neck and your shoulder. Dann legen Sie Ihre Hand an den Halsansatz, also auf den Winkel zwischen Schulter und Hals. And turn your head to your right. Und drehen Sie Ihren Kopf nach rechts. This center gets blocked when you feel guilty. Dieses Zentrum wird blockiert, wenn Sie sich schuldig fühlen. Now take your right hand on top of your forehead and slowly bend your head. Let it rest on your hand. And press it on both the sides. Legen Sie Ihre Hand auf Ihre Stirne und legen Sie den Kopf ein bisschen in die Hand und drücken Sie beide Schläfen. This is the center of forgiveness. Das ist das Zentrum des Verzeihens. The center where you have to forgive everyone. Das Zentrum, wo Sie jedem verzeihen sollen. Now please take your right hand on the back side of your head and try to put your head on it. Rest on it. Jetzt legen Sie Ihre Hand auf Ihren Hinterkopf und legen Sie Ihren Kopf in die Hand. This is the center where you have to ask for forgiveness from the divine without feeling guilty. Das ist das Zentrum, an dem Sie das Göttliche um Verzeihung bitten sollen, ohne sich jedoch schuldig zu fühlen. Now, stretch your hand. Jetzt strecken Sie Ihre Hand. And put the center of your palm on top of your head where it was a soft bone called fontanelle bone area. Und jetzt legen Sie das Zentrum Ihrer Handfläche auf die Fontanelle, dort wo es als Kind weich war. Now push back your fingers and bend your head and move your scalp very slowly clockwise 7 times. Drücken Sie fest und bewegen Sie die Kopfhaut 7 Mal im Uhrzeigersinn. Hmm.
That's all we have to do. But remember, you have to push back your fingers and put a complete pressure. Das ist alles, was Sie tun sollen. Aber erinnern Sie sich daran, Sie sollen starken Druck ausüben und Sie sollen Ihre Finger ausstrecken. That's important. Das ist wichtig. Now, don't worry about thoughts or anything. Don't try to force anything. Machen Sie sich über Gedanken keine Sorgen. Versuchen Sie nichts zu erzwingen. You close your eyes and please don't open them till I tell you. Schließen Sie Ihre Augen und bitte öffnen Sie sich nicht, Sie sie nicht, bis ich es Ihnen sage. And you can remove your spectacles. Und Sie können auch Ihre Brillen ablegen. Now, please put the left hand towards me and right hand on the heart. Bitte legen Sie, strecken Sie Ihre linke Hand zu mir und legen Sie Ihre rechte Hand aufs Herz. Now ask me a question in your heart, not loudly. Ask me a question. You can call me Sri Mataji or you can call me Mother, whatever you like. Stellen Sie mir eine Frage in Ihrem Herzen. Sie können mich Sri Mataji oder Mutter nennen. Mother, am I the spirit? Ask this question 3 times. Mutter, bin ich das Selbst? Stellen Sie diese Frage 3 Mal. Now, if you are the spirit, then you are your own master. You don't need anybody to guide you. Wenn Sie das Selbst sind, dann sind Sie auch Ihr eigener Meister. Sie brauchen niemanden, der Sie führt. So, take down your right hand in the upper portion of your abdomen and press it hard. Legen Sie Ihre rechte Hand auf die linke Seite des oberen Bauches und drücken Sie fest. Here you have to ask another question. Mother, am I my own master? Mother, am I my own guru? Ask any one of these questions 3 times. Hier müssen Sie eine andere Frage stellen. Mutter, bin ich mein eigener Meister? Mutter, bin ich mein eigener Guru? Ask this 3 times. Stellen Sie diese Frage 3 Mal. As I have told you already, that I respect your freedom and pure knowledge cannot be forced on you. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, ich respektiere Ihre Freiheit. Man kann Sie nicht dazu zwingen. So you have to ask for it. Sie müssen daher darum bitten. In your own freedom. Sie müssen in Ihrer eigenen Freiheit darum bitten. So please take down your right hand in the lower portion of your abdomen on the left hand side and press it hard. Legen Sie Ihre rechte Hand auf die linke Lendengegend und drücken Sie fest. And here you say, Mother, please give me pure knowledge. 6 times. Und hier sagen Sie, Mutter, bitte gib mir das reine Wissen. 6 Mal. Now, raise your right hand. Heben Sie jetzt Ihre rechte Hand. And put it in the upper part of your abdomen, on the left hand side. Und legen Sie sie auf die linke obere Seite des Bauches. As you have asked for the pure knowledge, the Kundalini, the pure power of desire has started moving. Sobald Sie um das reine Wissen gebeten haben, hat sich die Kundalini, die Kraft des reinen Wunsches, zu bewegen begonnen. So we have to open the higher centers with our full confidence. Jetzt müssen wir die oberen Zentren mit vollem Selbstvertrauen öffnen. So please say 10 times with self-confidence, pressing this
center. Mother, I am my own master. Und jetzt sagen sie mit vollem Selbstvertrauen 10-mal, Mutter, ich bin mein eigener Meister. Now one has to know the truth about oneself. Man muss die Wahrheit über sich selbst erkennen. You are not this body. You are not this mind. You are not this intellect. Sie sind nicht dieser Körper, Sie sind nicht dieser Geist, Sie sind nicht dieser Intellekt. You are not these emotions. Sie sind nicht diese Emotionen. You are not these conditionings. And you are not this ego. Sie sind nicht diese Konditionierungen und Sie sind nicht dieses Ego. But you are the free, pure spirit. Sie sind der reine, freie Geist. So now raise your right hand on your heart. Legen Sie Ihre rechte Hand auf Ihr Herz. Now here. With full confidence you say 12 times because this has got 12 petals, the heart has got 12 petals. 12 times. Mother, I am the spirit. Und hier sagen sie 12 mal, denn das Herz hat 12 Blütenblätter. Mutter, ich bin der Geist, ich bin das Selbst. Now, I have told you that the divine power is the ocean of compassion and love. Ich habe Ihnen gesagt, dass die göttliche Kraft der Ozean der Barmherzigkeit und Liebe ist. It is the ocean of bliss and joy. Es ist der Ozean der Gnade und der Freude. But above all, it is the ocean of forgiveness. Aber vor allem ist es der Ozean des Verzeihens. So there is no mistake or error on your part which cannot be resolved by this great ocean of forgiveness. Daher gibt es keinen Fehler, der ihrerseits, der nicht in diesem Ozean des Verzeihens aufgelöst werden kann. So now raise your right hand in the corner of your neck. Jetzt legen Sie Ihre Hand an Ihren linken Halsansatz, auf Ihren linken Halsansatz. Between your shoulder and your neck. Push it as far as back and turn your head to your right. Drücken Sie fest und drehen Sie Ihren Kopf nach rechts. Here you have to say with full confidence in yourself. Hier müssen Sie mit vollem Selbstvertrauen sagen. Mother, I am not guilty at all. Mutter, ich bin überhaupt nicht schuldig. Do not count your guilt. Zählen Sie Ihre Fehler nicht. Do not condemn yourself, please. Verurteilen Sie sich bitte nicht selbst. Many people will think that it is difficult to forgive others. Viele Leute werden glauben, dass es schwer ist, anderen zu verzeihen. But whether you forgive or don't forgive, you don't do anything. Aber wenn sie, ob sie verzeihen oder nicht verzeihen, sie tun nichts dabei. So it is a myth. And if you do not forgive, you play into wrong hands for a myth. Es ist ein Mythos, aber wenn Sie nicht verzeihen, dann liefern Sie sich den falschen Leuten aus. So now raise your hand onto your forehead across and put down your head slowly and press it on both the sides, your forehead. Jetzt legen Sie Ihre Hand auf die Stirne und beugen Sie den Kopf leicht und langsam nach vorne und legen Sie Ihre Hand in die, Ihren Kopf in die Hand und drücken Sie die Schläfen. Here you have to say, Mother, I forgive everyone. Hier müssen Sie sagen, Mutter, ich verzeihe jedermann.
Say it from your heart, not how many times, but say it from your heart, it will act. Sie müssen es von ganzem Herzen sagen. Es kommt nicht darauf an, wie oft Sie es sagen. Sie müssen es von ganzem Herzen sagen. Now, take back your hand on the back side of your head and put your head on top of it and slowly push it upward. Legen Sie Ihre Hand auf den Hinterkopf und beugen Sie den Kopf nach hinten und legen Sie Ihren Kopf in die Hand. Here you have to say, without counting your mistakes, without counting your guilt, just for your own satisfaction, O Divine, if I have done any mistake, please forgive me. Hier müssen Sie, ohne Ihre Fehler zu zählen, nur zu Ihrer eigenen Befriedigung sagen, O Göttliches, wenn ich irgendwelche Fehler begangen habe, verzeih mir. Say it from your heart. Sagen Sie es vom ganzen Herzen. Now, stretch your hand. Jetzt strecken Sie Ihre Hand. And put your center of your hand on the soft bone that you had in your childhood, known as fontanelle bone area. Und legen Sie das Zentrum Ihrer Handfläche auf die Fontanelle, der Knochen, der in Ihrer Kindheit weich war. Push back your fingers. Strecken Sie Ihre Finger. And put down your head. Und beugen Sie den Kopf leicht. Press it hard and move very slowly clockwise your scalp 7 times. Drücken Sie fest und bewegen Sie Ihre Kopfhaut langsam 7 Mal im Uhrzeigersinn. Here again, I cannot cross over your freedom. You have to say that you want your self-realization. So please say 7 times, Mother, please give me self-realization. I cannot force it. Hier wiederum kann ich Sie nicht zwingen, sondern Sie müssen darum bitten. 7 Mal sollen Sie bitten, Mutter, gib mir meine Selbstverwirklichung. Now please take down your hand. Jetzt nehmen Sie bitte Ihre Hand herunter. Open your eyes slowly. Und öffnen Sie langsam Ihre Augen. Put both your hands towards me like this. Strecken Sie beide Hände zu mir. Now put the right hand like this and bend your head and see if there's a cool breeze coming out of your head. Now see for yourself, you have to certify. You have to certify yourself. Strecken Sie Ihre rechte Hand aus und versuchen Sie, mit der linken Hand über Ihrem Scheitel die kühle Brise zu spüren. Sie müssen für sich selbst feststellen können, ob diese kühle Brise austritt. Bend your head. Now. Beugen Sie Ihren Kopf leicht nach vorne. Now, please put your left hand towards me. Jetzt strecken Sie bitte Ihre linke Hand zu mir. And with the right hand, bend your head and see for yourself if there's a cool breeze coming out of your head.
und versuchen Sie, mit der rechten Hand festzustellen, ob eine kühle Brise aus Ihrem Kopf tritt. Some people get it very far from the head. Some people get it nearer the head. Bei manchen ist es sehr weit vom Kopf weg, bei manchen ist es recht nahe. Once again, put your right hand towards me and see with your left hand if you have the cool breeze coming out of it. Noch einmal, strecken Sie Ihre rechte Hand zu mir und versuchen Sie mit der linken Hand die kühle Brise zu spüren. Now, raise your both the hands towards the sky and look up. Jetzt strecken Sie bitte beide Hände zum Himmel und schauen Sie hinauf. And ask a question. 3 times. Mother, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Mother, is this the all-pervading power of God's law? Mother, is this the Parama Chaitanya? Ask this question, any one of them, 3 times. Und stellen Sie 3-mal die Frage. Mutter, ist das die kühle Brise des Heiligen Geistes? Mutter, ist das die alles durchdringende Kraft der Liebe Gottes? Mutter, ist das der Param Chaitanya? Stellen Sie eine dieser Fragen 3-mal. Now, bring down your hands, please. Now, legen Sie bitte Ihre Hände wieder hinunter. You can watch me without thinking. Jetzt können Sie mich ohne zu denken ansehen. Now, those who have felt the cool breeze in their hands or on top of their head, please raise both your hands. Die, die die kühle Brise über ihrem Kopf oder auf den Händen gespürt haben, bitte strecken Sie Ihre Hände in die Höhe. Both your hands, please. Bitte beide Hände. Oh, look at that. May God bless you all. Gott segne Sie. Most of you have felt. Die meisten von Ihnen haben es gespürt. Some might not have felt. Perhaps there are 2 reasons for that. Manche haben es vielleicht nicht gespürt. Dafür gibt es 2 Gründe. One of them is you have not forgiven. Der eine ist, dass Sie nicht verziehen haben. Or you are feeling guilty. Oder Sie fühlen sich schuldig. Especially if this center is not all right, then you cannot feel it. Vor allem wenn dieses Zentrum nicht in Ordnung ist, dann können Sie es nicht spüren. But I'm sure you all must have felt relaxed. Aber ich bin sicher, dass Sie sich alle entspannt gefühlt haben. It's tomorrow again, please come. Those who have not felt it will feel it. And those who have felt it will get it fixed now once for all. Bitte kommen Sie morgen wieder. Die, die es noch nicht gespürt haben, werden es spüren. Und die, die es gespürt haben, bei denen wird es etabliert werden. But don't argue it out. Aber versuchen Sie nicht darüber zu diskutieren. It is beyond thinking, so don't think about it. Again, you'll lose it. Aber es ist jenseits des Denkens. Wenn Sie darüber nachdenken, werden Sie es verlieren. Just be in a meditative mood and just be silent within. Bleiben Sie nur in meditativer Haltung und versuchen Sie, still im Inneren zu bleiben. And it will work out. Und dann wird es funktionieren. Tomorrow I'll tell you how it has worked. Morgen werde ich Ihnen erklären, wie es ausgearbeitet hat. May God bless you. Gott segne Sie. He didn't feel, I don't know why. Come along. Listen. Come and see. No, listen to him. He didn't feel. Come along. Yeah? Just see. Just go there. He should feel it. I don't know why what happened. Have a try to him. Just let him. Those who have not felt can also come here and these boys will achieve it. You'll see the wonders that they are doing. Also bitte, Sie sind alle nochmal herzlich eingeladen für morgen Abend. Bringt eure Freunde mit, bringt eure Verwandten mit, erzählt, was heute passiert ist. Wir freuen uns, euch alle morgen wiederzusehen. Und
Ich weiß nicht genau, wer heute Abend dafür verantwortlich war, unsere blauen Zettel auszuteilen, wo auch die Kursanmeldung mit drauf ist. Bitte schaut darauf, dass jeder von den heute Anwesenden diesen blauen Zettel bekommt, dass er lesen kann, was darauf steht und dass er die Möglichkeit hat, sich für unseren Kurs anzumelden, der, soweit ich informiert bin, Mittwoch nächster Woche beginnt im Künstlerhaus am Lehmbachplatz. Or else tomorrow we are all coming and I'm sure we'll have to properly make it the connection understood, even mentally. Daniel, wo ist Daniel? Okay, du machst es mit den blauen Heften, oder? Okay, bitte schau nochmal, dass jeder das bekommt. Stell dich an Ausgang und jeder, der noch kein blaues Heft bekommen hat, bitte gib. And also bring the questions before I start my lecture. I'll start it tomorrow much earlier. Bitte, wenn Sie Fragen haben, Sie können morgen, Sri Mataji wird morgen das Programm viel, viel früher beginnen und Sie haben ausreichend Zeit, Fragen zu stellen. Now, do you want to have the music for some time? Wenn Sie noch Musik hören wollen, dann bitte. Oh. Oh. Wer nichts gespürt hat oder nur auf einer Hand was gespürt hat oder wer das noch intensivieren möchte, bitte kommt auf die Bühne. Hier werden Sahaja-Yogis auf euch arbeiten und euch dabei helfen, die Erfahrungen zu intensivieren oder sie überhaupt spürbar zu machen. Es kann sein, dass die Kundalini an ein oder zwei Energiezentren blockt, dass man es nicht sofort spürt. Wenn diesbezüglich Schwierigkeiten bestehen, bitte kommt auf die Bühne und wir werden uns ein bisschen damit beschäftigen. Thank you.
Thank you.